keine Ahnung, was der da hinten für einen Tanz treibt. Ich habe das Gefühl, manchmal vergisst die KI einfach zum Feuern. Oh ja, das war gut, der Stütz. Ich würde gerne den Mechanger schicken für Reparaturen, aber das ist nicht meiner und generell. Der Torso ist fast weg. Der stürzt? Wieso? Oh. Schön, dass ich das so rausfinde. Ich warte ja darauf, dass die KI das einmal bei sich durchführt. Aber ich habe es gerade ein erstes geschafft, mich mit meiner eigenen Artillerierakete zu entbeinen. Na gut. Ach, der Schleudersitz. Das ist ja interessant. Ich wusste nicht, dass Panzer auch Schleudersitze haben. Nur zur Sicherheit, falls die andere Rakete das nicht macht. Ich will die hauptsächlich jetzt erstmal erledigen, die Leute. Bergung ist zweitrangig jetzt. Hauptsache, meine Leute überleben den Scheiß. Fährt dahin. Nicht unnötig wälzen. Ganz schön lahme Ente, dieses Ding. Das ist noch so einer, der so resistent ist. Das liegt mit Sicherheit mit auch an der Barriere, aber trotzdem, holla, die Waldfee, was der an Erschütterung aushält. Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, da schlagen nicht nur die kleinen, sondern auch eine von den großen Raketen gerade bei dem einen. Okay, das ist ein Navi. War's das? Jawohl. Alter, das war mal eine Herausforderung. Nox Level 1, okay, das hatte ich schon. Vorräte. Meine Feuerwand. Meine Beine kriege ich wieder. Priestess hat drei Teile verloren. Die Beine, einen Arm und die Axt. Ja, das macht schon mal gut die Hälfte meines Bergungsguts aus. Obwohl ein guter Nox-Arm.
Chassis mitzunehmen. Beziehungsweise. War das der, der so richtig hart lange durchgegangen hat? Ich meine, der hat Stufe 4 Teile. Okay, von dem ist nichts übergeblieben. Der steht zwar intakt, aber. Moment, machen wir das anders eben. Ich nehme all meinen Bergungsbezug, was ich noch nicht genommen habe. Die zwangsläufigen Dinger lasse ich so. Und dann gucke ich mal, dass ich die Teile so gut es gut berge. Die Feuerwehr oder den Schredder kann ich einsparen. Bei dem der Schwalin. Oh, den Schwalin hätte ich schon ganz gerne. Aus die Schrotflinte weg. Das heißt, wir haben noch mal einmal Bergungsgut für irgendwas Grünes nach Möglichkeit. Da. Ich meine, die sind nicht alle selten oder sowas, die Teile, aber immerhin Stufe 4. Ihr habt gesehen, was dieses Ding gefressen hat. Der Schwalin ist zwar schwerer und macht den Mac langsamer, aber hat einen so viel höheren Verteidigungswert. Da habe ich fast 300 Punkte weniger Haltbarkeit durch das Ding. Der Nox 2M. Das macht den sehr buff. Ich glaube, bei dem kann ich das meiste so lassen, wie es ist. Hatte ich nicht ein paar Nox 4 Teile gesammelt als Arme? Als Beine nicht, oder? Doch da. Fernox. Okay, es würde deutlich die Panzerung erhöhen und die Barriere. Oh, das müsste man sich echt überlegen. Also die Barriere wird gar nicht betrachtet. Also die Ableitung ist für den Mech relativ uninteressant. Die Geschwindigkeit. Ich meine, der ist grundsätzlich schon relativ schnell, der Mech. Und ich glaube, das soll man auch erstmal so beibehalten. Also lass das bei dem Protektor. Der kann von den gepanzerten Teilen deutlich mehr profitieren. Feuerwand. 125 ging, ja, da ist die Barriere besser, aber. Muss mal irgendwas trinken. Ich sehe den Vorteil durchaus in den Barrieren. Das macht aber nur Sinn, wenn man auch wirklich einen hohen Intaktheitswert hat. Damit man auch wenigstens die Zeit hat, das zu regenerieren. Das Ding könnte auch durchaus sehr witzig sein, wenn man es da richtig einsetzt. Nichts Besseres, ne? Ich meine, ich habe eine Stufe 4 Stoßfeuer. Gegen etwas über 200. Die Beine würden durchaus mehr Panzerung bringen.
So viel langsamer wird der ehrlich gesagt gar nicht. Die Ableitung ist scheiße, aber... Ich will ihn nicht zu langsam machen. Longbow. Ich weiß nicht. Der ist wesentlich schneller im Zerlegen von Ding mit der Knarre. Hat nur weniger Reichweite, aber der ist recht schnell. Deswegen, ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn ich den Regan-Repetierer wieder nehme. Kann ich hier irgendwas nehmen? Ich glaube, der würde zu viel Geschwindigkeit einbußen, wenn ich ihn auf das Schwere setze. S3 Nox. Ja, der würde ihn sogar schneller machen. Fokus. Bitte weniger Streu mit der Vulkan. Die Hitzeablandung ist natürlich Schrott. Weniger Masse, weniger Wärmeableitung, also scheiße. Weniger Barriere, aber deutlich mehr Intaktheit. Das hier wird ein richtiges, schweres Monster. Ich sehe gerade, die Wärmeableitung in dem Arm ist sogar besser. Hier wiederum nicht. Von die Armen haben schon verbesserte Kühlung. Die Qualität von diesen Armen ist irgendwie anders als von den anderen Armen. Nox S3S, Stufe 4, die beiden auch, aber... Ah, der ist plattiert, okay, deswegen. Ich würde jetzt eigentlich nur noch Sachen machen, bei denen hier die Wärmeableitung verbessern. Ich kann sie stagnieren lassen und dafür eine meiner ganz anderen Werte verschlechtern, aber das macht es auch nicht so wirklich. Oh, manchmal diese Farben tun echt in den Augen weh. Guck mal das. Alter, jetzt rennen die da schon wieder rein und erobern das, oder was? Das versteckte Berglager gehört noch mir. Okay, was können wir denn machen? Bewegungs...
bitte das. Wobei, ich muss mal eben kurz gucken. Ich habe zwar keine Materialien mehr, aber was für Waffen kann ich im Sturmgewehrbereich machen? Gar nichts, ne? Ich habe bis jetzt nur die Railguns und den Bärsucher als Direktfeuerwaffe und das war's ansonsten. Haben wir die Asgard schon irgendwie hergestellt oder verwendet? Nee, ne? Müssen wir auch mal bei Gelegenheit zusammenbauen. Vorräte sind ganz schön teuer in der Hinsicht. Ich muss mal richtig einen Puffer an Vorräten aufbauen. Was haben wir hier eigentlich? Eine Funkstation. Oh, das könnte sehr praktisch sein. Okay, ich möchte mir mal das Dorf vorknöpfen, bevor ich heute Feierabend mache. Ich meine, unten die eine Anlage kann ich ja so erobern. Das scheint aber auch die letzte Patrouille gewesen zu sein. Oder zumindest vorletzte Patrouille. Weil jetzt, wo die Basis zerstört ist, kommen keine weiteren Patrouillen mehr. Leider auch keine Konvois mehr, die ich überfallen kann. Oh, Alter, das ist doch jetzt mal überschissen. Na, ernst, da ist noch eine Patrouille rumgurkt. The first month. Okay. Auf Befehl. Wird der Schlusspunkt aktiv und bereitet sich vor. Ich glaube, der hat mich aber gerade noch rechtzeitig entdeckt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ziele. Oh nein, den kann ich gar nicht benutzen. Ich sehe gerade, ich habe Mist gebaut bei dem Zusammenbau von dem Mac. Dieses Ding überhitzt. Machen wir ein bisschen schneller dafür, aber halt nicht mehr so geschützt. Jetzt kann ich ihn einsetzen. Artillerie ist hier ganz nett, aber ich möchte wieder irgendwie ein bisschen was mit der schweren Waffe machen. Auch wenn er wahnsinnig lahmarschig ist, der Mac. Oscar ist nicht mehr ganz so frisch. Setzen wir mal Tango ein. Und statt hier am Mike. Obwohl Kilo kann man einfach ran. Ah, ne, Kilo ist schon drin, okay. Mike, nimm du den Mac. So. Los geht's. Zumindest sollte ich hier versuchen, die Zivilgebäude zu vermeiden. Diese Arschgeigen stehen aber auch echt mitten im Dorf. Ja, da sagt er mir jetzt gerade, zivile Einrichtung mit denen heilen lassen. Der Panzer steht extrem ungünstig in der Feuerlinie von meiner Vulkan. Oh, Gravity Smack.
Gut, versuchen wir das mal. Womit sind dieses Schweinchen eigentlich ausgerüstet? Der hat nur noch ein Sturmgewehr, ein kleines. Der hat einen ekligen Raketenwerfer. Das ist nicht gut. Der Panzer ebenso einen ekligen Raketenwerfer. Der Panzer hat nur seine Flakwumm, Maschinengewehr und Scharfschütze. So, mir war aber wichtig, dass der Nahkämpfer aus dem Weg ist, weil dann die Vulkan durchballern kann. Ich versuche das mal. Theoretisch sollte er den Neustarten. Gab's, oder? Dann kannst du jetzt vor den Kampf zurückkehren. Mich stört nur der hier gerade, dass der halt auf meinen Vulkan-Mac feuert. Das heißt, ich muss gucken, dass er hier schnell rüber boostet. Theoretisch müsste ich meinen Mac dabei verschonen. Ich fürchte, ich muss den Schaden nehmen. Ich finde keine. Ich komme nicht schnell genug an eine gute Position ran, um den zu schützen. Okay, versuchen wir die Scherze. So sieht immer so. Ich dachte, der wäre schon wieder weg. Okay, minimaler Schaden an ihm. Okay, nahezu ausgelassen. Mein Mac hat ein bisschen Beinschaden kassiert, wird dann eigentlich komplett ignoriert. Also wie bin ich darüber? Hoffentlich funktioniert das.
Oh, das ist gut. Damit ziehe ich den. Den ist weg. Jetzt. Was macht der Knöch hier eigentlich? Ach, der bewegt sich zurück und bleibt da stehen, okay. Das finde ich ein bisschen irritierend, aber was soll's. Da kriegt er noch einer reingewürfelt. Dieser blöde Panzer muss weg. Läuft nicht so gut. Vor allem Gebäude beschützen. Welches Gebäude habe ich denn beschädigt? Ah, nicht wichtig. Ich werde eher sorgen, dass meine Mechs gerade so unglaublich beschissen viel Schaden kriegen. Das hier ist noch nicht resolved, deswegen weiß ich nicht, was Phase ist. Der ist nicht K.O. gegangen. Das gefällt mir nicht. Das muss ich anders machen. Das Problem mit dem Vulkan ist, dass ich mich so schlecht bewegen kann. Vielleicht sollte ich die doch austauschen wieder. Es funktioniert gut gegen Mechs, die keine Schilde haben. Aber wenn da so viele Leute mit Schilden rumrennen und sich mir direkt in den Weg schmeißen, ist es mit der Vulkan ein bisschen schwer, die Leute direkt über den Haufen zu schießen. Oh, das Layout hat sich geändert, oder? Nee, hat sich nicht. Die stehen nur anders. Ja, keineswegs Gebäude zerbomben. Ich hab's kapiert. Ich glaube, die Zusammensetzung ist aber ansonsten recht identisch. Ja, der hat aber einen anderen Raketenwerfer drauf. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Er hat zwei Werfer und an der Seite so eine komische Vorrichtung. Das könnte interessant werden. Maschinengewehr, Sternfisch, Assault Rifle und das war glaube ich eine Schrotflinte. Und normaler Panzer. Dann müssen wir halt mal ein paar Gebäude als Deckung missbrauchen. Was ist denn? Der Panzer kommt bis hier hinten hin.
Vielleicht reicht schon eine Salve. Das ist direkt der Beschuss von dem da hinten. Das war welcher? Mit Maschinengewehr, oder? Nee, Moment, das muss eine Schrotflinte sein. Das war der, so wie ich weiß, mit der Schrotflinte. Die Maschinengewehre sehen anders aus. Die Maschinengewehre haben diese Rillen oben an der Seite. Das hat das Ding nicht. Deswegen muss das eine Schrotflinte sein. Das heißt, von da hinten aus mich zu schießen, macht irgendwie keinen Sinn. Für ihn macht das Sinn. Er hat das nämlich Maschinengewehr. Kann ich nicht besser machen. Ich muss die Raketen ja mal irgendwann raushauen. Solange er nicht wieder gegen Berg schießt, bin ich glücklich. Kleines Angriffsfenster hier ist wieder blockiert. Okay, versuchen wir das. Dann haben wir einen Plan. Planlos glücklich. Ich habe das Gefühl, die feindlichen Mechs halten immer mehr aus. Was ist denn hier passiert? Gestört? Oh Mann. Okay, nee. Ich habe meine Max kollidieren lassen. Ich blöd, Mann. Das ist das Todesurteil. Die kommen nicht mehr schnell genug hoch, um effektiv irgendwas zu machen. Ich glaube, ich sollte eine Pause machen. Gott! Ich werde mir das beim nächsten Mal nochmal genauer angucken. Vielleicht baue ich auch nochmal meine Mechs um, bevor ich das mache. Macht vielleicht Sinn, welche mehr mit Sturmgewehren oder sowas zu nehmen oder Scharfschützengewehren. Scharfschützengewehren, das wäre vielleicht wieder eine Idee. Aber egal, ich mache erstmal eine Pause. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.